Hey, willkommen zurück zu Halo Infinite. Und wieder ist die Freude groß. Ich habe euch versprochen, wir bleiben an der Stelle, wo wir waren. Wir machen auch hier im Anschluss direkt weiter. Ihr habt nichts verpasst. Wir sind kein Millimeter gelaufen. Wir schauen mal, was... Die Waffe findet sich nicht von selbst. Also Bewegung. Ach, erst so und dann so. Was ist denn los mit dir? Erst ist es kein... Achtung, ein Verbandengeschwader ist auf dem Weg. Töte mich nicht, hä? Ah, jetzt bin ich. Dreh den Rücken zu und zack. Und zack haben wir dein Messer am Rücken. Nee, töte mich nicht. Zugang in der Wand vor mir. Reingehen, Waffe finden, dann können wir weg. Stimmt's? Das Plasma ist heiß. Ich bin heiß. Hoch mit dir, Master. Chief. Passen Sie auf. Da kommen noch mehr. Sie haben die vorhin echt sauer gemacht. Okay. Ich fass es nicht. Es ist wunderschön. Und kaputt. Wirklich. Wirklich kaputt. Ich muss weiter. Hier sind Verbandenschiffe. Überall. Tschüss. Redet das Ding? Oh. Okay. Da keine Sorgen. Ich sterbe nicht hier. So weit geht er gar nicht, okay. Der taucht rein. Okay. Hier einbringen. Große Deckung. Schön gegen die Wand geschmissen. Blockiert ihn. Lässt ihn dort, wo er anschwingt. Ich bin doch schon tot. Ist doch gut. Ich bin doch schon tot. Unter Beschuss! Achtung!
Das Trefferfeedback macht auch richtig Spaß. Es fühlt sich trotzdem immer noch wieder ein bisschen anders an als vorher. Jagt den Feigling bis zum letzten Atemzug. Arroganter Dämon, du wirst mich nicht entwickeln. Schützt ihn! Doch keiner mehr hier. Was ist mit euch? Ich denke, ihr wollt mir so krass die Stirn bieten. Ist gar keiner mehr hier. Was ist hier los? Ist das unsere KI, die wir im Helm haben? Also Cortanas Nachfolgerin? Denn die kleinen Thronen hin. Aber es sieht doch echt schön aus. Die Spielklum ist schön. Geile Tür. Ohne kommen wir hier nicht weit, was? Ups, das war... Ja, du, hä? Tschüss. Die mitnehmen, es nützt ja nichts. Aber ich hab gar keinen. Okay. Was sind das für Dinge? Das stammt von den Blutsvätern, oder? Hab Geschichten gehört, aber Mann. Das ist verrückter als gedacht. Diese Frage kann ich hier nicht mal beantworten, was das ist. Vorfahrt beachten. Njong. Dumme Frage. Woher wissen Sie, dass das keine Falle ist? Tu ich nicht. Toll. Ich hoffe nur, Ihre Waffe ist dieses Risiko wert. Mehrere feindliche Schiffe auf dem Weg hierher. Zu viele. Sonst läuft die Zeit.
Da war der zerstörte Halo. Okay. Ganze 6 Monate. Wo waren Sie? Was ist passiert? Wo ist Cortana? Ja. Die abtrünnige KI Cortana ist fort. Sie wurde gelöscht. Wie? Von dir? Natürlich nicht. Haben Sie sich den Kopf gestoßen? Wissen Sie noch? Meine Aufgabe war das Betreten der Installation, imitieren Cortanas und sie bis zur Bergung einzusperren. Und Sie sollten sie zur Löschung auf die Infinity bringen. Wenn Sie es nicht waren... Na gut. Und noch etwas. Nach erfolgreichem Einsatz sollte eigentlich meine Löschroutine ablaufen. Bin noch hier. Gut. Gut? Mein Programm hat versagt. Ich sollte nicht hier sein. Sie müssen mich löschen. Nö. Nein. Nein. Ich wurde für genau einen Zweck erschaffen und dieser ist obsolet. Meine Mission ist vorbei. Es gibt eine neue. Die Verbannten wollen diesen Ring einsetzen. Das müssen wir verhindern. Erstens, was sind die Verbannten? Zweitens haben Sie vielleicht bemerkt, dass ein erheblicher Teil dieser Installation beschädigt ist. Ein Einsatz ist unmöglich. Und drittens, Sie bräuchten dafür einen Aktivierungsindex. Cortana hatte den Index. Ich hatte auch Teile davon. Etwas hat eine Löschung verhindert. Wir müssen wissen, warum. Aber das war nicht die Mission. Missionen ändern sich. Immer. Sind Sie sicher? Ja. Zack. Cortana 2.0, was? Ja. Hast du das? Nein. Meine Entfernung hat eine Reaktion des Rings ausgelöst. Okay. Sie müssen das verstehen. Es bleibt nicht viel Zeit. Wenn du wüsstest, wie du stirbst, was würdest du dann in deinem Leben verändern? Wahrscheinlich das, dass man nicht stirbt, was? Diese Stimme. Das ist Cortana. Nein, das ist sie nicht. Nur Staub und Echos. Was sagst du da? Okay. Wieso? Bloß Datenteile, die zirkulieren, bis ihnen die Energie ausgeht. Überall um uns. Okay. Heute wurde ich als gefühllose Maschine bezeichnet. Sie haben die Gesichter gesehen. 75 gesunde Probanden. Handverlesen. Perfekt für das Programm. Sie werden nicht alle überleben. Ich weiß das und habe mich damit abgefunden. Größtenteils. Bei einem Probanden hoffe ich persönlich darauf, dass er das alles übersteht. Er ist hervorragend für das bevorstehende Geheimnis. Oh, was sind die? Er hat eine Nummer erhalten. 117. Ist irgendwas. Ich spüre, wie es nach mir ruft. Mal schauen, was sich da so ruft, was? Der Mensch! Ja, halt. Aber
krass, wie detailliert sie aber auch gemacht sind, ne? Ist schon geil. Also ich finde die schon echt hübsch detailreich gemacht. Muss ich schon wirklich sagen. Nein, willst du nicht. Das sind die Verbanden? Bestätigt. Die riechen ja noch schlimmer, als ich dachte. Hä? Du kannst sie riechen? Sensoren in ihrer Rüstung riechen. Und ich analysiere die Daten. Sie riechen übrigens gut. Danke. Das ist aber nett von ihr. Wir riechen gut. Da habt ihr's. Ha. Wir schnuppern. Hugo Boss. Nicht mehr, keine Werbung. Aha, aha, Impulskarabiner. Dort, da drüben. Das ist die Quelle. Die Brücke ist aus. Ja, das stimmt. Vielleicht gibt es hier was, um sie zu aktivieren. Das hier vielleicht? Sie werden dir eine andere KI geben. Vielleicht ein anderes Cortana-Modell, wenn Horsey es zulässt. Das werde nicht ich sein. Das weißt du, oder? Setze eine Energiekern ein, um die Lichtbrücke zu aktivieren. Ja, um. Oh. Ja. Dann gibt es bestimmt keine. Wo setzen wir das gute Stück ein? Danke. Was hast du, hast ein SMS bekommen? Tut. Witz. Ist das sicher? Glaube schon. Ja. Ist es. Wieso? Ich weiß nicht wie, aber das bin ich. Der letzte Teil, der gelöscht wurde. Lassen Sie. Was geht denn jetzt? Sie sind hier, weil Sie auserwählt wurden. Unsere Feinde werden mit jedem Tag klüger und zahlreicher. Was ich Ihnen jetzt zeige, wird helfen, das Blatt zu wenden. Ich arbeite daran, die strategischen Möglichkeiten einer Schiffs-KI aufs Schlachtfeld zu bringen. Sind Sie bereit? Ja, Dr. Horsey. Da hast du noch beide Arme. Anders als alte KI-Modelle sitzt sie zwischen ihrem Verstand und dem Anzug, mit direktem Kontakt zu ihrer neuralen Schnittstelle. Sie ist wie ein zweites Paar Augen, das ihre Reaktionen unterstützt, sowie ihre Aufklärungsmaßnahmen. Sie hat keine Kontrolle, kann aber die Chancen ausgleichen. Wie soll ich sie nennen? Fragen Sie sie? Das hat sie selbst entschieden. Was? Hallo, Master Chief. Ich bin Cortana. Gemeinsam sind Sie unsere neue Hoffnung. Gemeinsam sind sie der Schlüssel zum Überleben der Menschheit. Sie wird alles tun, was nötig ist, um den Erfolg ihrer Mission zu gewährleisten. Sogar wenn sie sich dafür selbst opfern muss. Oder sie. Was ist passiert? Ich habe es berührt und... War das real? Es sind nur Daten. Es ist einfach da.
Ansammlungen rekursiven Codes. Das hier dagegen ist das Gerüst, mit dem ich Cortana einfing. Es enthält eine Kopie des Aktivierungsindex, zumindest Fragmente davon. Was sollen wir damit tun? Brauchen wir ihn? Naja, nach dem, was Sie mir bisher erzählt haben, ist die wichtigere Frage, tun die Verbanden das? Tu es. Krass. Gehen wir. Okay. Habe ich was verpasst? Eine Datei wurde entsperrt, aber ich habe keinen Zugriff. Wir brauchen einen Weg hier raus. Okay, mal sehen. In der Nähe ist ein Durchbruch. Sollte zur Oberfläche führen. Lieber eine Waffe mit 100% mitnehmen, ist, glaube ich, besser. Moment, dann aktiviere ich diese Brücke. Ja, bitte. Wir haben Gesellschaft, Chief. Treffen Sie mich am Sockel da vorne. Jupp. So ist der Plan. Überraschung! Das kann ich hier rumflitzen. Hau ab und lass dich umlegen! Steh auf, Mann! Steh auf! Ziel frei! Ziel im Kopf! Ich werfe! Ich will ihn hier so. Kommst du da? Der Markgraf Hermonius wird sich meinen Namen merken, wenn ich ihm deinen Kopf bringe. Er ist tot! Hör auf zu träumen, mein Freund. So. Am Sockel treffen. Hier nehme ich an. Das ging schnell. Sie scheinen nicht gerne zu trödeln, was? Nein. Ist notiert. Dann los. Hilfe! Bringt euch in Sicherheit! Sterbel! Und... Ich hab Schuld, wenn du nicht schießt. Du bist ein lausiger Betrüger. Komm schon, Smart. Nach deinem Tod hast du einen Freischuss. Diese Position. Die Sprüche hat er nach deinem Tod, dass du Freischuss. Ich werde wütend. War schön für dich. Soll ich denn sagen? Du nervst drum. Du bist nur noch ein Ziel. Träumer. Du kleiner Träumer. Er darf sich nicht verstecken. Schon cool, detailreich, muss ich schon echt sagen. Und das ist halt schon geil. Kameraden, halt die Mann hier! Alles freiwillig!
Hunde! Mr. Kopf! Schwarzenkopf! Stillhalt! Granate! Stirb nicht! Steh auf! Der Schwerkraftlift sollte betriebsfähig sein. Aber? Wir müssen ihn irgendwie wieder in Betrieb nehmen. Das tun wir wie? Eben nicht, dann dass wir durch diese Türen gehen. Sogenannter Energiekern. Ha, da hätten wir's doch. Mit Gas. Wir raus, was passiert ist. Hä? Ja eben, was ist denn hier passiert? Hier noch ein anderer Spaten? Hier ist wirklich schon ein Spaten. Sie hatte ein verbessertes Schildmodul. Hat trotzdem nicht gereicht. Mal sehen, was ich herausfinde. Daten laden. Das ist Spartan Bonita Stone, Aufklärerin. Seit fast einem Monat keine Vitalzeichen mehr. Todesursache war ein Partikelschwert, aber anders, stärker. Auf einen Schlag. Sie hat es kalt erwischt. Der verstärkte Schildkern erhöht die Menge an Dauerfeuer, die dein Energieschild absorbieren kann, bevor du kollabierst. Kann per Installation von Spartan Kern ausgerüstet werden. Ich liebe diese Waffe. Die muss ich halt echt immer jedes Mal mitnehmen. Oh Mann, was war das? Zeit zum Töten! Ich bin nur getroffen, du bist sogar tot. So. Upgrades. Okay. Der Greifhaken betäubt gefasste Gegner für einige Sekunden. Festung erhöht den Schildkapazität um zusätzlich 15% der Basisschildstärke. Quite nicht verfügbar, weil wir keinen Spartenkern haben. Okay, das ist. Verstehe ich. Okay, hab's gerafft, um was es da geht. Können wir uns upgraden. Der Aufzug sollte uns an die Oberfläche bringen. Gutes! Ich seh's! Schuss auf! Hey, Tor! Das hier ist schlecht!
Ihr wisst, gegen wen ihr hier antretet? Wir sind der Master Chief. Natürlich verliert ihr viele Leute. Zieht seine Energie aus dem Ring. Nun, früher, der Kern fehlt leider. Welche Überraschung, was? Welche Überraschung? Wie kommen wir da dran? Ja, indem wir einfach hier runtergehen, ne? Was ist das alles? Genetische Archive. Blutsväter Speichermedien. Silexe. So was wie Festplatten. Woher weißt du das? Ich saß in diesem Raum 6 Monate mit ihnen fest. Und die Dinger reden. Och nö. Eine Menge. Nö, nö, nö. Tun sie nicht. Hier ist Sanitäter Lucas Browning. Wenn Sie das hier finden, müssen Sie verstehen. Die haben mich gezwungen, Ihnen zu helfen. Was immer das hier ist. Sie haben es hochgebracht von unten. Als es geöffnet wurde. Gott, das war was anderes. Habe ich noch nie gesehen. Sie müssen mir glauben. Es ist nicht meine Schuld. Nicht von den Blutsvätern. Das waren die Verbannten. Kannst du es bedienen? Sogar im Schlaf. Nicht, dass ich je schlafe, aber... Oh, gar nicht nötig. Er ist schon unterwegs nach unten. Hä? Und? Wer steht drauf? Aber wenn es Freunde sind. Nein, ist es nicht. Dass du zu ihm geschafft werden sollst. Er hat nicht erwähnt, in wie vielen Stücken. Toll. Weiter angreifen! Komm, Mensch! Steht! Dafür zermalme ich dich! Freu mich so viel. Ganz egal. Deine Zeit läuft ab. Bist du dir da ganz sicher? Überlegst du noch mal. Gesagt, überlegst du noch mal. Du wolltest ja nicht hören. Sie hatten recht. Er war feindselig. Ja,
wie er aussieht, war er eine Art Anführer. Sie nannten ihn Dremonius. Hat sich erledigt. Das ist schon fast komisch. Tatsächlich, Dremonius ist... Ach, manchmal. Im Anflug, wiederhole, mehrere Verbandenschiffe nähern sich ihrer Position. Die haben sie im Visier. Sierra 117, verstanden. Ich habe versucht, sie zu erreichen. Sie waren weg. Ich dachte schon, ich wäre... Okay, hab ihre Position. Bin unterwegs. Bereit machen. Bereit machen, da bin ich mal gespannt. Joa, Ladezeiten sind ja. Ist gar nicht so lang, ne? Ja. Spartenkern aufheben. Du hast einen Spartenkern erhalten. Diese wertvollen Mjolnir-Komponenten dienen der Ausrüstung. Greife im Kampagnenmenü auf die Upgrades zu, um Spartenkerne zu installieren. So, Tab. Upgrades. Ja, da würde ich sagen, natürlich ein Schildkern. Gut, da haben wir den Schildkern ausgerüstet. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Schaltet ganz nächstes Mal wieder ein. Also, ich bin mega happy, dass wir das spielen können. Und ansonsten, habt einen schönen Tag. Ne? Macht's gut. Oder noch viel besser. Bis dahin sehen wir uns später in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao.